Ja, moin, liebe Borussen, super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Heute einige Themen. Letztes Mal haben wir uns mit Zugängen beschäftigt. Heute beschäftigen wir uns so ein bisschen mehr mit Abgängen. Wie sieht's aus mit Florian Neuhaus? Wird er unser neuer Leader? Hannes Wolf, verkaufen, behalten. Wie geht's da weiter? War ein sehr, sehr teures Projekt. Wie sieht's bei Leiner aus? Das sind so die Themen. Wer wird Rechtsverteidiger nächste Saison? Viele spannende Themen. Lasst heute gerne wieder ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich richtig. Und der Shop ist zu. Die letzten Pakete sind auf der Reise. Wir kommen im neuen Jahr wieder, aber mein Partner, dein Sportsfreund, hat natürlich auf. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk wollt, schaut gerne mal vorbei. Link ist unten drin. Immer sportliche Sachen. Borussia Fanshop haben die einfach perfekt. Und jetzt starten wir rein. Roland Wirkus hat sich zum Thema Florian Neuhaus geäußert. Soll der neue Teamchef werden, Florian Neuhaus. Der Vertrag soll unbedingt verlängert werden mit Florian Neuhaus. Ich fand, in der Hinrunde hat er eigentlich schon gezeigt, was er drauf hat. Auch wenn er nicht seine stärksten Spiele auf der 10 gehabt hat, fand ich ihn trotzdem wichtig. Im Spiel, wo er sich verletzt hat, in Freiburg, hat er für mich den stärksten Auftritt hingelegt. In den ersten 35 Minuten in der Saison. Dann leider Kreuzbandriss. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Florian Neuhaus unser neuer Leader werden kann. Ja, und wie, ob ihr glaubt, dass er verlängert. Ich habe mal mir dann die Mühe gemacht, unsere erste Elf, also wenn alle fit sind in der Rückrunde und keiner sollte gehen, sprich Thuram und Bensebaini und Sommer verlängern erstmal nicht oder werden nicht verkauft, dann würde aus meiner Sicht, wenn alle fit sind, die erste Elf so aussehen. Im Tor Sommer, ganz klar, noch vor Olschowski, definitiv. In der Innenverteidigung wird Elvedi und Itakura gesetzt sein. Itakura, der auch eine gute WM gespielt hat. Ich glaube, Friedrich wäre da die erste Option, falls da einer ausfällt. Skelly auf rechts ist gesetzt. Da ist dann halt Leiner, denke ich mal, die Option für Skelly. Bei Leiner ist es natürlich auch so, das Thema hatten wir auch schon, Farke setzt nicht auf ihn. Er bindet unheimlich viel Gehalt, habe ich mir sagen lassen, dass Leiner einen gut dotierten Vertrag hat. Und hat noch Vertrag bis 2024. Ich glaube, da steht ein Abschied ins Haus, beziehungsweise würde ich behaupten, dass Borussia ihn noch gerne loswerden wollen würde. Ja, die Frage ist, findest du einen Abnehmer davon? Ich finde es schade, wenn Leiner geht, aber man muss der Realität ins Auge schauen. Wenn er nicht spielt, ist er einfach zu teuer. Bensebaini auf links ist auch noch vor Luka Netz, klar. Ich höre die Stimmen auch bei mir in der Community, in den Kommentaren, wenn Bensebaini zum BVB gehen sollte und sich dann abzeichnet, wonach es ja aussieht, würde ich ihn kein Spiel mehr spielen lassen. Ja, aber ich glaube, wir sind immer noch im Leistungssport. Das ist ein schöner Gedanke, aber wenn Daniel Farke davon überzeugt ist, dass Bensebaini stärker ist als Luka Netz, dann wird auch Bensebaini, auch wenn es hart ist, die Rückrunde spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Farke da nicht das Risiko eingehen würde, Bensebaini auf die Tribüne zu setzen, auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde. Auf der 6 sind für mich Kone und Weigel gesetzt. Da gibt es eigentlich auch keine Diskussion. Hofmann rechts und die erste Option für Hofmann ist Ngumu, ganz klar. Ich denke, Ngumu hatte gute Ansätze, aber da muss noch was kommen. Sonst war es zu teuer, der Transfer für 7,5 Millionen. Links wird sich Player, denke ich, Player ist, wenn er fit ist, ein unangefochtener Stammspieler. Da wird Hannes Wolf nicht dran vorbeikommen. Aus meiner Sicht zumindest. Auf der 10 hat sich Kramer für mich festgespielt. Ich glaube nicht, dass Daniel Farke ohne Kramer, wenn Kramer fit ist, ohne Kramer spielen wird. Kramer ist für mich gerade im Mittelfeld gesetzt. Ich glaube, dass Florian Neuhaus, der neue Leader sein soll oder werden soll, keinen Stammplatz haben wird. Schreibt mal rein, ob ihr das anders seht, ob ihr Florian Neuhaus eher auf der 10 seht. Ich glaube, Farke wird nicht ohne Kramer spielen und ich kann mir nicht vorstellen, dass für Neuhaus, Kone oder Weigel auf die Bank geht oder Kramer. Für unseren Capitano wird es auch schwierig, auf Einsätze zu kommen. Weil ich sehe Neuhaus als erste Option auf der 6. Hofmann, Wolf sehe ich links für Player, falls der ausfallen wird. Luka Netz für Bensebaini. Und das sind so unsere erste Einwechseloptionen. Ne? Was da noch, du hast da noch Borges Sanchez mit auf der Bank. Also an Optionen fehlt es dir dann definitiv nicht. Ne? Vielleicht ein bisschen im Sturm, da gehen uns die Optionen ab. Aber das wissen wir alle. Und so ist meine erste Elf. Und ich glaube, dass Florian Neuhaus nicht spielen wird in der Rückrunde. Zumindest nicht, wenn alle fit sind.
Und es gibt natürlich viel zu tun für Roland Wirkus, das ist klar. Das sind die Verträge, die 2023 auslaufen. Gehen wir sie kurz durch. Tobi Sippel, ich glaube, er wird sich verabschieden. Jan Sommer, sieht es auch nach dem Abgang aus. Toni Janschke, da müssen wir einfach gucken, ob er überhaupt noch will. Ja, ist einfach eine Legende. Ich glaube, der wird auch nicht viel fordern. Den könnte man super im Verein einbinden, definitiv. Lars Stindl, gibt es auch noch keine News, ob er verlängert. Das hakt noch etwas. Chris Kramer, da sieht es eher positiv aus. Julian Weigel, muss mal gucken, ob man die Kohle dafür zusammenkriegt. Und Ben Zbaini und Markus Thuram, sieht stark nach Abschied aus. Und auch bei Jan Olschowski ist noch kein Vertrag verlängert. Er will wahrscheinlich auch abwarten, welcher Torhüter kommt. Habe ich die Chance, Erster zu werden? Weil für, ja, vielleicht für die zweite Reihe ist er vielleicht auch zu gut. Gerne mal eure Einschätzung dazu. Und dann darf der Fehler nicht wieder passieren, dass wir blind in die Saison reinlaufen und die 2024er-Verträge nicht verlängern. Auch hier sind einige dabei. Patrick Herrmann, ich glaube, nach 2024 ist dann auch gut für Patrick Herrmann. Stevie Leiner ist wahrscheinlich ein Abschiedskandidat. Da, glaube ich, wird keine Verlängerung angestrebt, habe ich zumindest jetzt nicht gehört. Bei Nico Elvedi haben wir eine Leistungsoption, was immer das heißt, bis 2025. Also hier könnte der Vertrag sich automatisch verlängern. Florian Neuhaus soll verlängert werden. Da muss man aber gucken, ob er spielt. Ich glaube, wenn er in der Rückrunde nicht spielt, wird es schwierig, den als Leader zu verlängern. Hannes Wolf, da bin ich auch sehr gespannt, wo die Tendenz hingeht. Viele schreiben in den Kommentaren immer, ja, der Junge muss einfach spielen, aber ich frage mich halt, wo er spielen soll. Und Mamadou Kouré, dazu kommen wir gleich noch. Wie gesagt, Hannes Wolf, können wir kurz mal besprechen. Hatte ein gutes Jahr, das war, glaube ich, noch unter Rose. 32 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen. Da hat er relativ viel für uns gespielt. Das war ordentlich. Aber dann, ja, war es das so ein bisschen, ist abgerissen unter Adi Hütter. Und ja, auch diese Saison keine Einsätze. In der Championship hat er ordentlich gespielt bei seiner Leihe. Ja, ich glaube halt nicht, dass Hannes Wolf auf viele Einsätze kommen wird. Ich habe auch noch keine Bemühungen gehört, dass da verlängert werden soll. Deswegen könnte man auch überlegen, das Projekt, wenn ein gutes Angebot reinkommt, zu beenden. Ich meine, das hat 11 Millionen Euro gekostet, zuzüglich Gehalt. Puh, ordentlich, ne? Ordentlich. So, dann Luca Netz. Hier hat Wirkus sich klar bekannt. Luca Netz gehört die Zukunft bei Borussia Mönchengladbach auf der linken Verteidigerposition. Er muss einfach abwarten, bis Ben Zbaini weg ist. Und ich glaube, dann hat Luca Netz seinen Stammplatz sicher. So lässt Wirkus das verklingen. Finde ich gut. Ich glaube, er hat Potenzial, auch wenn er unglückliche Einsätze gehabt hat. Das muss man schon sagen. Ich fand gegen Union Berlin nach seiner Einwechslung ihn sehr, sehr schwach, gerade im Kopfballverhalten. Aber wo soll es herkommen? Spielpraxis ist nicht da. Und ja, dazu passt auch das Gerücht, dass Lukas Ulrich, an dem wir wohl letzten Sommer eigentlich schon, den wir letzten Sommer schon fast verpflichtet haben, aber wo es aus vertraglichen Gründen, die noch nicht ganz klar sind, wo es auch wohl vor Gericht gegangen ist, nicht geklappt hat, aber die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 74%, auch ein linker Verteidiger, sehr, sehr jung, der könnte dann als Backup von Luca Netz fungieren. Klar ist es keine etablierte linke Verteidigerseite, aber ich glaube, auf lange Sicht ist das der richtige Weg, den Roland Wirkus da einschlagen will, auf junge, talentierte Leute setzen, um dann wieder eine richtige Mannschaft aufzubauen. Es gibt zwar noch ein Gerücht, Ersatz für Rami Ben Zbaini, Gladbach beobachtet Nationalspieler, türkischen Nationalspieler, das ist der gute Kadıoğlu von Fenerbahçe. Ich habe mir den Spieler mal angeguckt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, das Gerücht. Vertrag bis 2026, Marktwert von 12 Millionen, ist aber eigentlich auch rechter Verteidiger. Deswegen frage ich mich, warum er als linker Verteidiger gehandelt wird. Ja, kann theoretisch laut Transfermarkt.de eigentlich alles spielen bis auf Torwart. Ja, glaube ich nicht. Ne? Das Gerücht lasse ich weg. Doucouré, ja. Aber ist einfach eine traurige Geschichte. Wirkus hat jetzt auch angedeutet, dass man eventuell auch mal das Verhältnis beendet. Doucouré noch mal irgendwo sein Glück sucht. Ich glaube, in Gladbach wird das nichts mehr. Ja, er ist wohl wieder fit, soll in der zweiten rangeführt werden. Aber da folgen Gespräche, hat noch Vertrag bis 2024. Tut mir unheimlich leid für den Jungen. Ich weiß selber, wie es ist, oft und schwer verletzt zu sein. Irgendwann ist dann auch die Psyche im Arsch und der Körper macht nicht mehr mit. Tut mir leid für den Jungen, aber ich glaube, das wird bei Borussia nichts mehr, auch wenn ich es ihm gönnen würde.
Ja, Benzema zum BVB, das hatten wir schon ganz klar. Ja, es geht wohl nur noch ums Gehalt und das Handgeld. Jo, wie gesagt, ich lese in den Kommentaren immer, wenn er ablösefrei im Sommer geht, stellt ihn nicht mehr auf, baut auf Luca Netz. Glaube ich nicht, dass Farke das machen wird, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, da geht es nach dem Leistungsprinzip. Das ist ein schöner Gedanke, den dann mal ein halbes Jahr auf der Tribüne schmoren zu lassen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Dann der eine, der uns immer wieder ins Gerüchteküche gebracht wird, ist Omar Marmoush. Er fordert aber 4 Millionen Jahresgehalt wohl und 6 Millionen Handgeld. Das wird zu viel für uns sein, sage ich euch, wie es ist. Auch wenn Thuram in ähnlichen Verhältnissen verdient, hat Marmoush dann doch nicht so viel geleistet, dass 4 Millionen Jahresgehalt gerechtfertigt werden aus meiner Sicht und dann noch 6 Millionen Handgeld. Es bleibt spannend, ob wir da einen ablösefreien Spieler bekommen könnten. Ablösefrei natürlich dann auch immer in Anführungszeichen, weil natürlich Handgeld gezahlt werden muss. Was gut ist, Ibo Traoré kommt zum Legendenspiel. Guter Mann, auch eine Gladbach-Legende. Dazu wird auch noch ein Ranking kommen zu allen Legenden. Da freue ich mich richtig drauf. Und ja, was wollte ich hiermit eigentlich aussagen? Genau, das ist unsere zweite Mannschaft. Die habe ich mir mal genau angeguckt. Ich habe mir jetzt ein paar Spiele von der zweiten angeguckt. Also für die Zukunft sind wir gut aufgestellt. Ich finde, Müsel macht in der zweiten sehr gute Figur, muss ich sagen. Technisch sehr beschlagen, hat auch schon eine oder andere Bude gemacht. Telalovic ist auch Top-Torschütze unserer zweiten Mannschaft mit 10 Toren. Wen ich auch extrem spannend finde, ist Lofolomo. Der erinnert mich so ein bisschen an Zakaria von seiner Spielweise. Also in unserer zweiten, da schlummern Talente definitiv. Da mache ich mir keine Sorgen. Auch Kaan Kurt spielt sehr, sehr stark. Und das war's für dieses für die Folge. Das war mal so ein Einblick in unsere aktuelle Situation, Verträge. Wer geht, wer kommt. Schreibt mal eure Einschätzung rein. Kann neu aus der Liga werden. Was würdet ihr mit Hannes Wolf machen? Glaubt ihr an Luca Netz? Es ist sehr, sehr spannend. Und jetzt ganz großer Moment. Zuschauer haben für mich ein Outro, ein neues Outro verfasst. Einen eigenen Buschis Borussia-Song. Richtig geil. Die Musikband Adeline minus Musik. Blende ich jetzt hier auch mal ein. Schreibt mir dazu gerne mal eure Kommentare. Eure Meinung in die Kommentare. Ich finde das Lied sehr, sehr geil. Jetzt viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao.